Auch wenn unsere Miezen gerne und viel herumstromern, herumtollen oder auch mal alleine schlafen. Meistens suchen unsere Lieblinge auch immer wieder aktiv unsere Nähe und schmusen sich an, umgarnen uns oder schauen uns mit großen Augen an. Die 13 Gründe, warum deine Katze es liebt, in deiner Nähe zu sein, erfährst du in diesem Video. Wärme spenden. Fast alle Katzen lieben Wärme. Nicht zuletzt deshalb liegen sie häufig in der Nähe der Heizung. Und wer einen Kamin zu Hause hat, der erlebt vielleicht häufiger mal, dass der Stubentiger so lange vor der Feuerstelle liegt, bis man sich beim Streicheln fast schon die Hand an seinem Fell verbrennt. Aber neben der Heizung und Feuer bist auch du ein exzellenter Wärmelieferant. Wenn sich die kleine Fellrakete auf dich legt oder an dich schmust, ist das nicht nur flauschig und gemütlich für sie. Besonders in kälteren Tagen spart sie damit auch noch Energie, die ansonsten vom Körper aufgewandt werden müsste, um sich selbst warm zu halten. Beschützen. Du bist nicht einfach nur ein Freund. Du bist vor allem ein verdammt großer Freund. Und in freier Natur lautet die Gleichung in sehr vielen Fällen: Wer groß ist, ist auch stark. Nicht zuletzt deshalb fühlt sich deine Mieze in deiner Nähe absolut sicher. Ein potenzieller Feind, auch wenn es davon in deiner Wohnung wohl eher wenige gibt, würde sich zweimal überlegen, ob er versucht, deine Katze anzugreifen, wenn sie in deiner Nähe ist. Viele Katzen, die neu adoptiert werden, ob Kitten oder erwachsenes Tier, sind deshalb ganz besonders in der Anfangszeit unglaublich anhänglich. Streicheleinheiten. Neben gemütlicher Wärme und Sicherheit spekulieren aber die allermeisten Katzen auch darauf, gestreichelt zu werden. Denn gestreichelt zu werden entspricht gewissermaßen dem Abgeschlecktwerden von einer anderen Katze und ist für den Vierbeiner sehr angenehm. Die ungeteilte Aufmerksamkeit ist etwas, was unsere Lieblinge in vollen Zügen genießen können. Mittlerweile gibt es sogar sehr viele wissenschaftliche Anhaltspunkte dafür, dass Katzen aktiv gelernt haben, deshalb zu schnurren, weil sie wissen, dass dieses Geräusch uns dazu bringt, sie weiter zu streicheln. Wusstest du das schon? Dazugehörigkeit. Katzen sind soziale Tiere. Ob nun Streuner oder die Vorfahren unserer Miezen. Sie rotten sich in freier Natur in aller Regel zu Gruppen zusammen. Zwar sind sie tagsüber alleine auf der Jagd, genießen dann aber wiederum die Rückkehr zur Gruppe. Ähnlich verhält es sich mit unseren Miezen in der Wohnung. Auch sie wollen sich zugehörig fühlen. Auch wenn sie gerne viel Zeit alleine verbringen, so kommen sie doch immer wieder und sind gerne bei uns, weil sie wissen, dass sie dazugehören. Spielen. Ganz besonders junge Katzen haben einen außerordentlich ausgeprägten Spieltrieb. Aber auch viele erwachsene Katzen behalten dauerhaft den Spaß am Spielen bei. Und insbesondere dann, wenn du nur eine einzelne Hauskatze hast, die keinen Zugang zu anderen Miezen hat, gibt es nur einen einzigen potenziellen Spielpartner. Und der bist du. Die Aussicht auf gemeinsames Spiel ist für viele Katzen ein großer Motivationsfaktor, um regelmäßig bei dir vorbeizuschauen. Abgesehen davon erhält es die Lebensfreude und ist vor allem auch wichtig, um geistig und körperlich in Schuss zu bleiben. Fressen. Die allermeisten Katzen lieben Fressen. Das wissen auch ganz frisch gebackene Katzenbesitzer spätestens dann, wenn sie das erste Mal am Wochenende um 6 Uhr aus dem Bett miaut werden, weil die liebe Mieze ihr Frühstück zur gleichen Zeit haben will wie immer. Deine Katze weiß, wenn ich nicht nach draußen kann, gibt es genau eine Möglichkeit, an Futter zu kommen, und das ist der Zweibeiner. Aber nicht nur die Hauptmahlzeiten gibt es von uns. Hier und da fällt auch vielleicht mal ein Leckerli ab oder ein Stückchen Fleisch oder Wurst. Da lohnt es sich doch, in der Nähe zu bleiben. Sicherer Schlaf. Zu Beginn des Videos habe ich ja schon erwähnt, als großer Freund ist es natürlich sehr praktisch, in deiner Nähe zu sein. Noch deutlich größer wird aber die Tragweite, wenn es ums Schlafen geht. Katzen schlafen zwar augenscheinlich viel, aber der geringste Anteil davon ist wirklicher Tiefschlaf. Vielmehr dösen unsere Fellnasen den Großteil der Zeit. Möchten sie aber tief schlafen, ist Sicherheit ein großer Faktor.
Besteht die geringste Chance, dass ein potenzieller Angreifer auftaucht und im Schlaf attackiert, kann es sehr gefährlich werden. Sich zum Schlafen zu dir zu legen, ist deshalb eine gute Möglichkeit, vollkommen abzuschalten und tiefer schlafen zu können als ohne dich. Gewohnheit. So toll Streicheleinheiten, Fressen und ein tiefer Schlaf auch sind. Einer der Hauptgründe dafür, dass deine Katze immer und immer wieder zu dir kommt, ist Routine. Denn Katzen lieben Routine. Bist du einmal von deiner Katze ins Herz geschlossen und sie hat die Vorzüge davon, in deiner Nähe zu sein, verstanden, setzt der Drang nach Routine ein. Die immer gleichen Abläufe. Der immer gleiche Schlafplatz. Die wiederkehrenden Knuddeleinheiten und vieles mehr gibt deiner Katze ein Gefühl von Konstanz und Sicherheit, auf das sie nicht verzichten will. Kontrolle. Katzen achten auf viel mehr Dinge, als du vielleicht glaubst oder als du es bemerken könntest. In unseren Stubentigern steckt durchaus noch das Wildtier und insbesondere wenn es um das Territorialverhalten und die Abwehr von potenziellen Feinden geht, haben sie viele Instinkte in sich, mit denen ihr Verhalten erklärt werden kann. Ein Grund, warum deine Katze immer wieder zu dir kommt, ist, um dich zu kontrollieren. Insbesondere auch, damit du nicht durch ein falsches Verhalten Feinde anlockst. Laut aktuellem Wissensstand ist es zum Beispiel sehr wahrscheinlich, dass dir deine Katze deshalb aufs Klo folgt, damit sie kontrollieren kann, ob du deine Hinterlassenschaften beseitigst und nicht durch deine Gerüche andere Jäger anlockst. Wenn du das interessant findest, schau mal rechts oben. Da haben wir ein spannendes, ausführliches Video zu diesem Thema. Sie will dich säubern. Katzen verbringen viel Zeit mit der eigenen Fellpflege. Jeder, der eine Katze hat, weiß das. Aber das ist noch nicht alles. Ihr ausgeprägtes Sozialverhalten führt auch dazu, dass Katzen sich gegenseitig putzen. Sie schlecken sich das Fell ab und pflegen so einen Partner und helfen unter Umständen auch bei Parasitenbefall. Wenn deine Katze zu dir kommt und dich abschleckt, dann tut sie das also nicht deshalb, weil sie denkt, dass da etwas Fressbares an deinen Armen oder Händen klebt, sondern um dich bei deiner Körperhygiene zu unterstützen. Orientierung. Katzen haben bei weitem keine so ausgeprägte hierarchische Struktur, wie es zum Beispiel bei Hunden der Fall ist. Trotzdem orientieren sich auch unsere Stubentiger gerne an Herr oder Herrin des Hauses. Dein Gemütszustand und deine Reaktion auf verschiedene Situationen sind für sie der Anhaltspunkt dafür, ob es gerade angebracht ist, entspannt zu sein, Angst zu haben oder Aufregung zu verspüren. Das ist einer der Gründe, warum du ganz besonders in für deine Katze schwierigen Situationen, zum Beispiel beim Tierarzt oder an Silvester, wenn geböllert wird, ganz ruhig und entspannt bleiben solltest. Lieblingsmensch. So wie Katzen in ihrer Gruppe eine Lieblingskatze haben, mit der sie gerne die meiste Zeit verbringen, haben sie auch einen Lieblingsmensch. Das trifft zumindest bei den allermeisten Miezen zu. Egal wie gerne sie vielleicht den Rest der Familie mögen, es gibt fast immer einen Menschen, mit dem sie die meiste Zeit verbringen möchten und bei dem sie gerne und häufig in der Nähe sind. Bist du dieser Mensch bei euch? Falls nicht oder falls du das Gefühl hast, dass deine Katze zu wenig schmust, haben wir gleich noch ein passendes Video für dich. Davor aber noch Grund 13. Sie will etwas zurückgeben. Jede Katze, aber ganz besonders Katzen, die aus dem Tierheim oder vom Tierschutz kommen und bei denen die Lebensbedingungen früher schwierig waren, sind absolut fähig, diesen Umstand zu verstehen und dankbar dafür zu sein, dass es ihnen jetzt besser geht und dass du dich um sie kümmerst. Dass deine Katze gerne zu dir kommt, ist also nicht nur Eigennutz. Sie weiß auch, dass du dich darüber freust und möchte dir deshalb etwas zurückgeben. Falls du aber eines der vierbeinigen Exemplare zu Hause hast, die nicht so häufig zum Knuddeln und Schmusen kommen, heißt das nicht, dass dich deine Katze nicht trotzdem gerne hat. Es kann auch ganz simple Gründe dafür geben, warum deine Mieze bislang nicht so viel schmust. Wenn du 6 praxiserprobte Kuscheltipps haben willst, mit denen deine Katze wahrscheinlich schon bald mehr mit dir schmusen wird, dann klick jetzt links auf das Bild, um dir unser Video dazu anzusehen. Und wenn du wissen willst, wie dir deine Katze abgesehen vom Schmusen zeigt, dass sie dich liebt, dann klick jetzt auf das Bild rechts, um dir als nächstes dieses Video anzusehen.